Roland Tembo Händel lebte mit seiner Familie auf einer Farm in Kalifornien. Eines Tages brach plötzlich ein riesiges Feuer aus. Es kam wie aus dem Nichts und auch das Anwesen der Händels hatte es getroffen. Sie mussten sofort handeln, schnell das Anwesen verlassen, doch schon nach kurzer Zeit wurde klar, dass sie es nicht mehr schaffen konnten, alle Tiere vor dem grausigen Flammentod zu schützen. Sie konnten noch einige Katzen und Hunde auf die Ladefläche ihres Pickups retten, doch mit weinenden Augen sahen sie ihren Schutzhund Odin, der mit seinen 8 Ziegen zurückbleiben musste. Er weigerte sich strikt in den Wagen zu steigen, sie waren sich sicher, er hatte keine Chance. Sie mussten aufbrechen und als sie in Sicherheit waren, realisierten sie, was gerade geschehen war. Sie mussten ihr Anwesen und noch viel schlimmer, einige ihrer Tiere aufgeben. Es waren Momente, die von Tränen und Trauer geprägt waren. Als sie einige Tage später danach mit schlimmer Vorahnung zu ihrem Anwesen zurückfuhren, um die Ausmaße der Katastrophe zu überblicken, trauten sie ihren Augen kaum. Sie sahen ihn tatsächlich lebendig. Der Schutzhund Odin hatte alle 8 Ziegen in Sicherheit gebracht. Zwar humpelte er und sein Fell schien auch nicht vom Feuer verschont geblieben, doch alle waren wohlauf. Roland war zu Tränen gerührt und schließlich starteten sie zusammen eine Spendenaktion, um ihr Leben zurückzubekommen. In kurzer Zeit kamen knapp 70.000 Euro zusammen und mit diesem Geld konnten sie sich langsam wieder eine Farm aufbauen. Eine rührende Geschichte, die auch im Internet viel Hoffnung verbreiten konnte.